Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Und damit ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Resident Evil, zu einem neuen Let's Play Resident Evil HD. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Euer Transac am Mic führt euch durch das Spiel durch und ich hoffe, wir haben hier jede Menge Spaß. Er kann sich hier auch schon verstrehen hier. Ja, schön, dass ihr dabei seid und wir wollen auch gleich loslegen hier. Das Spiel sieht wirklich wunderschön aus. Die Kameraführung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch daran wird man sich sicherlich gewöhnen.
Das muss ich mir erstmal sehen. Kann ich das Farbband, das kann ich nehmen. Das nehme ich auf jeden Fall mit, damit ich den Spielfortschritt nachher dann auch speichern kann. So, da schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Da kommen wir da auch noch lang. Oh, ich muss mich hier erstmal, der dreht sich immer nur im Kreis. Ich denke mal, ach so, ich kann nur mit dem linken Stick steuern hier, nicht mit dem rechten gegensteuern. Okay. Lass ich das angucken hier. Symbol. Ja, ich will erstmal noch nicht so viel mitnehmen. Wir müssen ja auch den Captain finden jetzt. Oh Gott, da muss ich mich aber erstmal dran gewöhnen hier an die Kameraperspektive. Kann ich schon irgendwie... Ach hier, da ist die Schreibmaschine. Das ist unser Weg hier. Und da oben haben wir unsere Lebensanzeige. Okay. Kampfmesser ist ausgerüstet. Okay. Da wieder zurück. Jetzt muss ich hier erstmal... Da ist eine Tür. Da gehen wir mal ruhig durch. Ach, wie schön das ist, diese alten Türen wieder zu sehen. Ja, ich habe das Spiel damals, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zwar schon das ein oder andere Let's Play zu dem Spiel mal angesehen, aber das Spiel selber habe ich nie gespielt. Obwohl ich die PlayStation 1 damals besessen habe. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in der im Schloss eingraviert. Okay. Oh, 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 oh. Wo kann der Typ sein? Im Keller? Glaube ich ja eigentlich eher nicht. Aber wir schauen hier mal rein. Da ist verschlossen. Das war klar. Ein Schwertsymbol. Da hatte ich glaube ich schon. Okay. Ha, wo ist der denn der Typ? Da gehen wir mal rein. Momento. Da, Tür. Geht die nicht auf. Von der anderen Seite verschlossen. Also hier kommen wir scheinbar. Da ist noch eine Tür. Oh Gott. Da kommen wir rein. Hoffentlich gehe ich da jetzt nicht wieder zurück. Ich fürchte es schon. Ja, da bin ich wieder zurückgegangen. Hm. Boah, da muss man sich auch erstmal eingewöhnen hier. Wenn ich hier jetzt wieder zurückgehe. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Chris. You got it, Wesker. Ah. Die Richtung ist also richtig, okay. Die stehen da immer noch die Beine und warten, dass ich irgendwelche Fortschritte hier bringe. So. Oh, da ist keine Tür. Das heißt, wir müssen da lang, aber in eine andere Richtung scheinbar. Wenn ich jetzt hier hochgehe, da gehe ich. Oh Gott. Oh Gott. Das ist die Karte. Wie war die Karte? Ne, das ist der. Da geht's doch wieder nach unten, ne? Ach, da geht's ja weit. Da ist eine andere Richtung. Das sieht irgendwie anders aus hier. Oh ja. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen im Haus zurechtfinden. Oh Gott. Das war wohl unser Captain. Ups. Ups. Ich muss erstmal was finden, um ihn anzugreifen. Aha. Okay, komm her, Boy.
Komm, Boy. Komm her. Komm her, ja. Ich schnetzel dich. Oh, so einfach war das wohl nicht mit dem Schnetzeln. Komm her. Shit! Das ist aber auch ein Weichei. Der ist jetzt immer noch nicht tot. Das gibt's doch nicht. Na endlich. Wow. Das sieht das bestimmt nicht mehr so schick aus mit meiner Gesundheit. Warnung. Ja, das geht ja noch. Da ist verschlossen. Okay. Wir sollten dringendst Pflanzen finden. Da geht's auch rein. Schauen wir mal eben. Oh, hier kann man sich ja echt verlaufen. Ach, der... Nee, oh Gott, das bin wieder zurück. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Okay. Da ist der Captain. Haben wir hier? Da ist noch eine Tür. Oh Gott. Ganz langsam mal. Also das ist... Hier kann man nichts weitermachen, wie es aussieht. Aus dem Fenster kommen wir auch nicht raus. Aber da ist noch eine Tür. Statten Sie Wesker-Bericht. Okay, ich muss erstmal zurück zu Wesker. Alles klar. Dann war das doch richtig. Ja, okay, okay. Moment. Ja. Hier lang. Okay. Das heißt, ich muss hier wieder in die Tür rein. Da bin ich wieder im großen Speisesaal. Genau. Jetzt muss ich hier ganz durch. Und hier ist keiner mehr. Wesker? Jill? Where did they go? Haben wir da? Eine Waffe. Nice. So. Mitnehmen. Natürlich nehmen wir die mit. Und wir... Wir haben immer noch das Messer ausgerüstet. Wir rüsten natürlich jetzt die Messer aus, die Waffe aus. Ausrüsten. Zack. So. Da haben wir ein bisschen bessere Karten mit. Jetzt nach unten, da ist noch eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Und was haben wir hier? Hier ist ein Helmsymbol. Ganz klasse. Da ist noch eine Tür. Oh nee, ich hoffe... Oh, oh, oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich glaube, da geht es wieder nach draußen. Oh. Oder? Nee, doch nicht. Boah. Swin gehabt. Da oben blinkt was. Kriege ich das da weggeschossen? Warte jetzt. Oh. Ne, der so hoch zieht der nicht. So ein Sheet. Ne, das geht nicht. So, erstmal die Kommode zur Seite. Wie geht das? Ach, macht das auch. Alles klar. Haben wir hier. Oh, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass ich nur mit einem Stück hier steuern darf. Vorsicht. Was haben wir da? Ein Dolch. Hm. Nee.
Oder nehmen wir den mit? Ich nehme den mit. Da habe ich noch zwei Plätze frei. Den nehme ich mit. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können Sie vorübergehend ausweichen, wenn Sie einen Gegner packt. Jedoch können Sie nicht entkommen, wenn der Gegner Sie gepackt hat. Und so weiter und so weiter und so weiter. Alles klar. So, hier ist... Damals... ja, rechts rum. Oh oh! Oh shit. Shit, shit, shit. Oh, shit! Oh, boah, boah, boah. Schnell weg. Oh, shit, da ist noch einer. Oh, man kann die immer so schlecht sehen. Wo ist der? Wo ist der? Da ist noch irgendwo einer. Von wo kommt der jetzt? Oh, der kommt von da. Shit. Dreh dich, dreh dich. Ja, sauber. Sauber. Kein Schuss verschwendet. Sehr schön. Jeder Schuss ein Treffer. So habe ich das gern. Da war also nichts. Also ja gut, den Dolch haben wir ja jetzt. Der Dolch ist ja auch schon was wert. Ich muss mit meiner Mutti natürlich extrem sparsam sein hier. So, jetzt schauen wir mal nach oben. Vielleicht sollten wir vielleicht mal eben abspeichern. Das macht, glaube ich, Sinn. Mal eben schnell. Oh, ich glaube, hier müssen wir rein. Hier kann ich jetzt noch die Karte aufrufen. Wo? Ah, das kriegen wir schon. Da, da ist ja die Schreibmaschine. Eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Ja, das möchte ich. Ja. So, das wäre ja fatal, wenn ich jetzt gerade sterben würde. Ach, noch die gute alte Speichermöglichkeit. Sehr schön. Dreh dich nicht um. So, dann machen wir uns mal auf. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Nach oben. Da gucken wir noch mal eben schnell hin. Ich will die Folge auch nicht zu lang machen. Wenn euch das Ganze gefällt, meine Lieben, dann unterstützt es unbedingt mit einem Like. Würde mich sehr freuen und ist sehr wichtig für meinen Kanal. Ich bin kein Gronkh und auch kein Sarazar oder Keystraw. Ich brauche jedes kleine Fingerchen hier. Da geht es nicht weiter. Obwohl die Jungs freuen sich natürlich auch über Feedback. Rüstungssymbol. Im Schloss eingraviert. Da geht es nicht weiter. Irgendwo habe ich da doch eben eine... Hier kann ich weiter. Boah, das ist von der Steuerung echt freaky hier. Ja, nehme ich jetzt die große oder nehme ich die kleine Tür? Die ist bestimmt wieder abgeschlossen. Anderen Seite abgeschlossen. Das heißt, ich kann schon wieder nur durch die große Tür. Und da schauen wir noch mal eben, was dahinter ist. Oh, das. Irgendwie höre ich da schon wieder was. Och, nee, 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 bitte nicht. Nicht schon wieder einer. Oh, shit. Warte mal.
der jetzt hierher kommt. Sauber. Ich hoffe, der wacht jetzt nicht nochmal wieder auf. Da ist noch ein Dolch. Nein, der wacht nochmal auf. Das gibt's doch nicht. Ach, fuck. Können wir einen schönen Headshot hin? Jetzt hat er es aber, glaube ich, hinter sich. So. Ja, meine Lieben, das war der letzte Somp in dieser Folge. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten spannenden Let's Play wieder hier bei der nächsten spannenden Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein und bis dann. Ciao.